Hallo und willkommen zurück zu BattleBugs. Es ist jetzt schon einige Zeit her, aber ich habe gesehen, dass die Videos, wo ich BattleBugs gespielt habe, echt ziemlich beliebt sind. Und deswegen habe ich mir so gedacht, wenn ihr das sehen wollt, kann ich ja gerne noch einen Part machen. Und hier bin ich jetzt, habe die neuere Version runtergeladen. Ich weiß jetzt nicht, ob da noch irgendwas verändert wurde, ob es neue Käfer gibt, ob es neue Fähigkeiten gibt oder so. Aber es gibt auf jeden Fall jetzt hier schon mal diesen Soundtrack. Das heißt, es ist gar nicht mehr so leise die ganze Zeit wie vorher, sondern man hat einfach ein bisschen was im Hintergrund laufen. Ich hoffe auch, die Lautstärke passt so. Ich habe das extra vorhin nochmal nachgeschaut. Müsste eigentlich passen, aber wenn nicht, dann sorry. Und ich weiß jetzt auch gar nicht, wie lange ich hier spielen werde. Ich denke, ich werde einfach wieder so lang machen, bis ich hier abkratze. Und falls doch etwas länger dauern sollte, dann werde ich halt bis zum Endboss machen. Also werde ich hinterher zum Endboss gehen oder ich weiß gar nicht, ob es überhaupt einen Endboss gibt, aber halt bis ganz nach oben, meine ich damit. Und dann werde ich da mal schauen, was es da so gibt. Also ich sehe auf jeden Fall, es läuft direkt viel besser als damals. Ich meine, damals habe ich mich ein bisschen dämlich angestellt, als ich hier die Viecher eingesammelt habe. Aber jetzt bin ich ein bisschen vorsichtiger und kann ja auch ein bisschen besser navigieren. Allein schon, weil ich glaube, dass ich damals nicht die Maus benutzt habe, sondern ich habe damals die Tastatur nur benutzt. Aber die beste Steuerungsmöglichkeit ist auf jeden Fall mit Tastatur und Maus. So wie in den meisten Spielen. Weil mit der Tastatur lässt sich das alles ein bisschen schwierig steuern. Und jetzt beschleunige ich halt mit der Tastatur und drehe mich mit der Maus. Ja. Ja, das läuft auf jeden Fall gut. Hier haben wir jetzt schon wieder drei dieser guten Köpfe. Vier Stück. Vier dieser guten Köpfe. Jetzt aus Versehen nur noch drei, weil ich einen angesammelt habe. Aber das ist auf jeden Fall, das kann sich sehen lassen. Wir haben richtig gut was an Backups. Nice. Und ich glaube, damit können wir auch hier direkt ins nächste Gebiet vordringen. Ich denke, wir sollten echt gut aufgestellt sein. Vor allem möchte ich da diese... ich möchte da diese langen seitlichen Dinger haben. Boah, das war eine richtig schnelle Zerstörung von dem. Aber die droppen einfach nicht. Ja, jetzt. Jetzt haben sie sich einmal gedroppt. Nice. Die wirken nämlich richtig stark. Au. Ich sollte ein bisschen mehr aufpassen, auch wenn ich jetzt schon echt guten Käfer habe. Ja, da ist es nämlich schon passiert. Kann ich echt schnell weggemacht werden, wenn ich nicht aufpasse. Zum Glück haben wir ja noch allerlei Käfer rumliegen, die man dann einsammeln kann. Allerlei Köpfe, meine ich. Und da muss ich jetzt auch direkt drauf zurückgreifen. Oh, den habe ich auch gut weggemacht, aber der hat leider nicht wirklich was gedroppt. Ja, den lasse ich hier einfach reinrennen. Jawohl. Der hat auch nichts gedroppt. Zumindest nichts Vernünftiges. Ich hätte eigentlich auch gerne mal diesen großen Kopf da. Kriege ich aber nicht. Aber dafür nochmal so ein seitliches Dingen. So ein starkes. Diese Scheren. Oh, scheiße. Okay. Nochmal die Scheren, aber ich brauche jetzt unbedingt nochmal einen Kopf. Alles klar. Und vielleicht sollte ich auch die Scheren ein bisschen mehr benutzen. Na, obwohl, nee.
eher als Backup benutzen. Und jetzt haben wir endlich hier diesen großen Kopf, mit dem man echt gut hierher fahren kann. Weil der hat halt die größte Reichweite von allen. Und man sieht direkt, der haut richtig rein. Muss ich jetzt nur aufpassen, dass ich nicht aus Versehen irgendeinen schlechten Kopf einsammle. Oh. Der könnte mir gefährlich werden, aber ich hab ihn. Und jetzt haben wir drei dieser Scheren. Ja gut, was heißt schlechten Kopf? Dieser mit den zwei Scheren ist jetzt auch nicht schlecht, aber er ist halt schlechter. Nice, den haben wir richtig gut weggemacht. Und nochmal Scheren. Das hat sich jetzt gar nicht zu dem Käfer hinzugefügt. Ist das random, wo die platziert werden? Ja. Ja, ich denke, das ist random, wo die platziert werden. Und jetzt hatte ich halt zweimal Pech. Und schon wieder so ein guter Kopf. Nice. Oh. Da hatte ich jetzt auch ein bisschen Luck, dass ich da vernünftig stand. Das hätte auch anders kommen können. Da hätte ich auch sehr gut weggemacht werden können. Ja gut, das sammle ich mal nicht ein. Ich habe nämlich keine Lust, dass dann so eine Schere ersetzt wird. Nein. Ach, shit. Du Drecksack. Okay, nehmen wir mal hier diesen... Oder? Moment mal. Nee. Hier war ja noch so ein guter. Hier war noch so ein guter. Den nehmen wir. Und ich glaube, ich mache bis zum nächsten Level. Und dann werde ich mal zum Ende hingehen und schauen, was es da so gibt. Haut ab. Oh, da hätte ich fast den schlechten eingesammelt. Das war für den Anfang echt gut, aber hinterher, naja. Gerade jetzt, wo wir diesen großen Kopf oder auch den mit den Scheren bekommen können, ist der echt gar nicht mehr so stark. Und ich habe meinen Kopf verloren. Ja, da muss man immer aufpassen, dass man... dass man nicht seinen Kopf verliert. Im wahrsten Sinne. Was zum Teufel? Was war das denn gerade? Das hat gerade richtig fett gelaggt. Aber wir können jetzt zumindest hier zum Ende hin und sogar mit dem vernünftigen Kopf. Dem guten. Dann los. Was gibt's hier? Oh, ein richtig langes Dingen. Ein richtig langes Dingen, was wir aber von hinten aufrollen. Und damit ist es durch. Wir haben gewonnen. Nice. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Falls ihr nochmal drauf Bock habt auf so einen Part, dann schaue ich mal, wie lange ich das so machen kann. Dann wird es wahrscheinlich wieder einen XXL-Part einfach geben, der dann irgendwie, keine Ahnung, eine halbe Stunde oder vielleicht sogar mehr als eine halbe Stunde lang ist, wo ich dann einfach mal schaue, wie weit komme ich, ohne zu sterben. Ja, dann nochmal vielen Dank fürs Zusehen und wenn es euch gefallen hat, lasst gern ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.